Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe es schon vor 18 Milliarden Wochen angekündigt, genau in dem Hausbauvideo hier zu diesem Haus, dass ich irgendwann mal etwas bauen will, aber in Realzeit. Das heißt, ich baue, nehme auf und rede nebenher. Das Ganze werden wir heute tun. Ich glaube, es wird sehr schlimm. Ich glaube, ich werde sehr, sehr lange brauchen. Ich hoffe es einfach mal nicht. Ich hoffe, dass ich das Ganze in einer halbwegs guten Zeit hinbekomme. Ich denke, ich werde es so. Okay, ich habe vergessen, wo ich war. Ich glaube, ich wollte was sagen wie heute einrichten und dann irgendwann anders. Nee, andersrum. Ach, egal, wir bauen jetzt einfach. Okay, ich würde sagen, das allererste, was wir jetzt hier in dem Fall machen, ich werde jetzt nicht alles wieder verwenden, aber ich will so die ganzen Farbschemata, die will ich alle so ein bisschen beibehalten. Deswegen packen wir erstmal alles, was wir hier drin haben, in unseren Familieninventar. Geht zum Glück ganz schnell. So, schon fertig. Oh Gott. Okay. Ich habe mir schon das eine oder andere hier drin überlegt. Ich meine an sich, ich sage mal, der Platz ist ja eher beschränkt. Deswegen werden wir in den Keller ziehen. Und zwar sehr in den Keller ziehen. Wir werden fast alles so, ich sag mal so, das wirklich Produktive kommt alles in den Keller. Da werden wir jetzt schon mal hier was löschen. Dann ziehen wir einen Keller. Und dann werden wir etwas probieren. Das habe ich. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich baue das Ganze jetzt hier nicht komplett ohne Hintergrund. Aha. Wir können also Treppen an den Rand bauen, aber einen verdammten Zaun nicht. Ja, das finde ich aber auch nicht so gut. Okay, wo war ich? Ich habe schon mal ein kleines bisschen rumprobiert, habe dann allerdings mit dem falschen Mikrofon aufgenommen und jetzt muss ich das Ganze nochmal tun. Allerdings, ja, ihr werdet nachher schon sehen, also so unglaublich viel weggenommen habe ich da gar nicht. Also es wird, ach, es wird schon irgendwie laufen. Habe ich jetzt. Jetzt habe ich gerade gar nicht aufgepasst. Habe ich das Ganze jetzt hier gelöscht? Ich glaube schon. Wir ziehen mal hier schon einen Zaun. Dann werden wir auch hier noch einen Zaun ziehen. Ich will auf jeden Fall, dass alles so ein kleines bisschen edler aussieht, ein kleines bisschen teurer und ja, so halt. Ja, wunderbar. Dann haben wir hier einen Treppenuntergang. Treppenaufgang. Ich meine, man kommt ja auch rauf. Hier haben wir auf jeden Fall eine Treppe. Da muss noch ein Geländer hin. Ich habe mir hier schon mal ein kleines bisschen was überlegt. Das kam mir vorhin sehr spontan. Also, ja, seht ihr jetzt halt noch nicht meine unglaublich spontane Reaktion. Wir haben hier quasi so eine Art kleinen Arbeitsbereich. Ich habe mir nämlich gedacht, dass hier vielleicht eine Künstlerin drin lebt, die sich so ein kleines bisschen verkleinern wollte und jetzt, ja, lebt sie halt hier drin. Deswegen hier wird dann vielleicht gemalt oder werden irgendwelche Kunstwerke geschaffen oder was auch immer sonst gemacht wird. Ja, schauen Sie sich das Ganze dann an. Wenn die was kaufen wollen, dann werden hier hinten. Schweres Deutsch. Die Käufe abgewickelt. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier oben schon alles verplant. Jetzt müssen wir nur noch schauen, wie wir das Ganze unten machen. Ja, wir sind ja hier quasi im Erdgeschoss schon. Wir sind hier im Keller. Ich will hier Tageslicht haben. Und Tageslicht, da ziehen wir einfach hier einen Raum. Also ein bisschen das Leeren tut die hier sogar auch. Ist also nicht ganz unnütz. Dann klicken wir den Raum an, gehen eins nach oben. Dann haben wir hier den gelben Rahmen, klicken auf Decke entfernen und die Decke ist entfernt. Sehen wir noch besser, wenn wir jetzt hier einfach mal die ganzen Hecken entfernen. Ja, und so funktioniert das Ganze auch schon. Wir könnten das Ganze jetzt auch noch bis hier rüber ziehen. Ihr seht schon, das war eins zu weit. Ne, nochmal. Ne, hallo. Eins zu weit. Ihr seht schon, dass das Ganze teilweise ein bisschen buggt, oder ich meine, an sich ist es kein Bug, macht schon Sinn, dass das Spiel das so macht. Wir haben hier, jetzt geht es jetzt hier ein bisschen nach oben. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das Ganze lösen werden, aber was wir hier auf jeden Fall schon mal hinmachen können, beziehungsweise was ich mir gedacht habe, wir machen das Ganze hier einfach noch ein bisschen größer. Ich meine, so zwei breit finde ich ganz in Ordnung. Okay, perfekt. Dann, was wir hier auch noch machen können, ist hier die ganzen Fenster hinzupacken. Ich werde mich mit den Packs nicht einschränken. Ich werde einfach das nehmen, was ich die meiste Zeit nehme, also alles. Ich will ja einfach mich austoben. Quasi. Hört sich komisch an, aber ach, ich weiß auch nicht. Manchmal will man halt einfach sich bei den Packs in Sims 4 nicht beschränken und einfach nur drauf losbauen. Okay, ich habe mir schon relativ zu Anfang gedacht, dass es ja vielleicht hier ganz hübsch sein könnte. Oh, was ist jetzt passiert? Ah ja, ich habe mir schon relativ zu Anfang überlegt, dass es vielleicht ganz nett sein könnte, wenn wir hier die Küche hinmachen, irgendwie. Ich weiß noch nicht so genau, wie die hier hinkommt. Vielleicht könnten wir. Ach, geht es jetzt gar nicht mehr? Doch, müsste jetzt gehen. Ja, okay, geht.
dass wir dann hier irgendwie so die Küche haben. Vielleicht haben wir dann irgendwie hier hinten ein Badezimmer oder keine Ahnung, wie wir das auch immer machen. Auf jeden Fall, ich habe die ursprünglich hatte ich die Küche hier irgendwie hier so drin. Also ich weiß auch nicht mehr genau, wie ich die ganz am Anfang hatte, aber es hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Ich meine, wir müssen es nicht so machen, aber so fände ich es auf jeden Fall ganz hübsch. Ich meine, wir haben jetzt hier im Moment kein Tageslicht, aber das können wir alles ganz einfach beheben, indem wir zum Beispiel sagen, wir wollen. Ach stimmt, da, Moment, da haben wir jetzt ein paar Probleme. Wir löschen erstmal hier das Ganze. Und zwar, weil wir hier ein Fundament haben, müssen wir quasi jeden Raum, den wir, jeden Keller, den wir hier stellen, der muss von einem Fundament aus erstellt werden. Ist ein bisschen doof. Das Ganze wird generell hier noch ziemlich spannend, wie wir das alles auch hier immer hinkriegen wollen. Ich weiß es nämlich noch nicht so genau, es wird ein kleines bisschen kompliziert. Ich glaube, wir könnten das so machen. Okay, das hat jetzt gerade nichts gebracht. Dann können wir hier die Decke entfernen. Und das Ganze dann so machen. Und dann passt es ja. Aber ich würde das Ganze eigentlich eher ein bisschen weiter nach vorne haben. Dann haben wir nämlich hier noch die hier. Okay, ich glaube, wir haben hier tatsächlich ein Problem. Ich glaube, es funktioniert jetzt alles nicht mehr. Oh Gott, nein, was habe ich gemacht? Okay, wir hätten vorher das ganze Fundament irgendwie. Okay, ich werde es erstmal alles wieder rückgängig machen. Alles nochmal so machen, wie wir es bisher haben. Hoffentlich weiß ich noch, wie das alles aussehen wird. Dann, oh Mann. Okay, ich weiß nicht mehr genau, wie weit ich vorher war. Aber ich habe das Ganze jetzt gefixt. War eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Also, ja, war alles schwer in Ordnung. Wir werden jetzt hier irgendwie was machen und dann. Ich wusste doch, dass das Ganze schwerer wird als gedacht. Dann schauen wir mal, wie das hier drüben dann so aussieht. Okay, da haben wir jetzt auf jeden Fall schön viel Licht. Also ich finde die Position von hier oben, von dem Lichtschacht hier, recht gut. Die gefällt mir sehr gut. Gefällt mir allerdings insgesamt nicht so gut, als falls es Sinn macht. Ich hätte das hier lieber so. Also eigentlich sogar lieber so. Aber dann gefällt mir das Ganze halt hier nicht mehr so gut. Obwohl. Ja, obwohl, das kriegen wir auch irgendwie hin. Hätten wir hier die Küche? Hätten wir hier was? Ja, passt. Dann, was ich hier noch ganz gerne hätte, wäre irgendwo ein Badezimmer. Wobei, wenn wir das Badezimmer machen, machen wir hier drüben lieber noch einen Lichtschacht. Okay, kann jetzt durchaus sein, dass der ein bisschen zu krass ist. Vielleicht, ja, vielleicht könnte man den Ticken kleiner machen. Aber so die Idee dahinter finde ich gut. Ah, ich glaube, hier könnte man ein Badezimmer hinmachen. Wird das hier halt ein kleines bisschen größer, aber das macht ja nichts. Dann könnten wir hier ein Schlafzimmer hinmachen. Weiß auch nicht, hier so irgendwie. Das sind wir ja zum Glück relativ flexibel. Was ich hier auf jeden Fall machen möchte, ist ebenfalls nochmal ein Lichtschacht. Ja, Lichtschacht. Wobei mir sowas hier auch ganz gut gefallen würde. Also, dass wir die alle hier so ein bisschen versetzt haben. Okay, dann wird es halt nicht symmetrisch. Wir könnten es irgendwie so machen. Ich glaube, so fände ich sogar fast noch ein kleines bisschen besser. Okay, funktioniert. Aber irgendwie auch nicht ganz so gut. Ah, ich weiß, was wir machen können. Ich weiß. Aber wir machen einfach hier einen hin. Okay. Jetzt hat unser Bad mehr Licht als unser Schlafzimmer. Aber macht ja auch eigentlich Sinn. Im Schlafzimmer schläft man ja meistens nur. Und ich meine, so ein bisschen Tageslicht ist ja cool, aber es muss auch nicht allzu viel sein. Also, das passt auf jeden Fall. Wir könnten hier noch ein Bad hinmachen, das quasi alle Besucher nutzen. Und hier eins nur für uns. Dann hätten wir hier vielleicht die Küche. Hätten wir hier noch Platz für eine Inseltheke, dann hätten wir hier noch irgendwie und hier und ja. Wenn wir hier noch einen hinmachen, tut mir leid, ich muss leider die ganzen Pflanzen löschen, die packen wir nachher alle wieder hin. Dann könnten wir das auch so machen. Dann hätten wir hier sogar im Gästebadezimmer
ein bisschen Licht. Ich meine, kann ja sein, dass wir, ja, keine Ahnung. Wir könnten ja auch die Glasplatten oben drauf machen. Oh, das ist noch eine bessere Idee, wenn ich die jetzt auch finden würde. Ah, übrigens, ich habe einen neuen Mod installiert. Wenn ich jetzt auf die 1 drücke, ha, wird das Ganze hier ein bisschen ausgefahren. Cool. Ja, macht eigentlich nur Sinn, dass man dann hier quasi nicht einfach so drüber laufen kann, sondern, nee, dass man halt gerade einfach so drüber laufen kann. Macht eigentlich schon Sinn. Was würde denn passieren? Okay. Okay. Ich weiß nicht, warum das jetzt funktioniert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt im Keller alles rumbackt. Und zwar backt ohne Ende. Und nicht das gute Backen, sondern das Backen. Also es würde funktionieren. Ja, hier funktioniert auch alles, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich gewollt ist vom Spiel. Das ist ja richtig gut. Die können wir jetzt eigentlich auch mal löschen. Oh, was wir hier auch machen könnten, ist dann hier hinten noch so ein Dingsi. Ich nenne es ganz liebevoll Dingsi. Perfekt. Oh, das wird. Unsere Treppe ist weg. Oh, das wird gut. Egal, dann machen wir halt nochmal eine Treppe hin. Oh nein, das funktioniert nicht mehr. Okay, ich habe mir jetzt was überlegt. Es ist auch irgendwie ganz cool. Eigentlich ist es sogar wirklich ganz cool. Also, ich habe mir jetzt was überlegt. Das Ganze funktioniert nicht. Ich habe es gerade eine Viertelstunde lang versucht. Es klappt nicht. Ich weiß nicht genau warum. Ist jetzt aber auch eher weniger dramatisch. Was passiert, wenn das hier einfach ein Abzug ist? Ich meine, vielleicht haben wir hier irgendwie einen Kamin drin. Und ich finde es eigentlich sogar ganz cool, dass man dann hier so quasi an der Säule, an der halt sehr dicken Säule entlangläuft. Finde ich sogar ganz cool. Oh ja, das werde ich noch schnell ergänzen. Okay, fertig. Okay, was wir jetzt machen können. Ich glaube, den machen wir am besten weiß, die Säule hier. Ja, den Säule ist neues Deutsch. Wenn wir das hier weiß machen, dann machen wir hier unten auch erstmal überall weiß. Das werden wir nachher noch mit ziemlicher Sicherheit umändern. Dann will ich auf jeden Fall auch hier den schwarzen Backstein nehmen. Den finde ich sehr hübsch. Ist natürlich nur die Frage, wo. Vielleicht hier irgendwie. Eigentlich so auch ganz cool. Was wir jetzt hier machen, das habe ich erst vor ein paar Tagen bei einer anderen YouTuberin gesehen. Diese Fliesen hier, die habe ich noch nie verwendet. Ich weiß gar nicht so genau warum. Und ich habe die wahrscheinlich schon verwendet und weiß es nur nicht mehr. Dann nehmen wir jetzt die. Hier nehmen wir jetzt die hier, meine Lieblingsfliesen. Ich kann einfach nicht anders. Tut mir leid. Dann könnten wir die hier nehmen, damit wir da so ein bisschen Abwechslung drin haben. Ach so, hier hinten bräuchten wir vielleicht auch noch einen Wandbelag. Dann, was ich auf jeden Fall nehmen will, ist das Grün hier. Das hatten wir schon beim vorherigen Haus oben. Ja, beim vorherigen Haus oben. Das könnten wir hier machen. Und was jetzt vielleicht ein bisschen komisch aussehen könnte, wäre es irgendwie so. Ja, weiß ich noch nicht so genau, wie zufrieden ich damit bin. Könnten wir hier einen Lichtschacht hinmachen? Könnten wir. Was ich hier im Übrigen ganz gerne machen würde, wäre ein Pool. Oh. Okay. So hatte ich. Wohl doch, so hatte ich mir das eigentlich schon irgendwie ein bisschen vorgestellt. Dann haben wir halt hier drin jetzt quasi keinen Pool. Dann hätten wir hier vielleicht irgendwie eine Glasplatte drauf. Platte mit D. Und das Ganze irgendwie so. Wobei ich fast schon sagen würde, dass wir das auch irgendwie anders lösen könnten. Okay, ich weiß, ich habe gesagt, ich würde es doch anders machen, aber ja, wir machen es jetzt einfach doch so. Vielleicht verkleinern wir den hier noch um eins, dann, weil wir brauchen ja auch irgendwie noch so ein bisschen Einstiegsplatz. Ja, den haben wir jetzt gerade nicht, obwohl wir hätten dann hier ein bisschen Platz und dann könnten wir hier noch so drum machen. Ich glaube, das passt so. Das versaut jetzt natürlich. Nee, das versaut das Grundstück gar nicht. Das passt sogar. Wenn wir das Ganze jetzt einfach um eins nach vorne verschieben, dann dürfte nichts kaputt gehen. Ja, gut, das bisschen hier. Das wurde ins Haushaltsinventar verschoben. Alles klar, zu viel, als dass ich das jetzt irgendwie sehen könnte. Könnten wir das Ganze so machen und so und. Jetzt hat sich eigentlich nichts geändert. Aber gefällt mir trotzdem so besser. Jetzt hat sich wirklich nichts geändert, ne? Ja, dann hätten wir hier quasi ein bisschen. Können wir das so machen, dann haben wir hier außenrum, können wir irgendwie eine Hecke platzieren und dann. Ja, obwohl, dann wäre es ja eigentlich fast schon klüger,
das hier so abzusperren. Was wir auch gleich machen. Eigentlich wollte ich das so heute alles gar nicht machen. Oh Mann. Wenn wir das jetzt so machen und. Ach, das wird schon wieder so problematisch hier. Ach Mann. Obwohl, so, so. Doch, so passt. Endlich so wieder besser, damit es auch wirklich symmetrisch ist. Und zwar. Wow. Wir können es ja sogar aussuchen, wo wir das Ganze platzieren. Ob weiter oben oder weiter unten. Ja, ich glaube, so finde ich es besser. Da müssen wir jetzt hier nur schauen, dass wir das hier so richtig machen. Also das Fundament hier, das ist alles mir noch nicht ganz so geheuer. Aber ich glaube, das wird schon. Ach komm, weil wir ja gerade eh außen sind, dann packen wir hier jetzt noch eine Poolleiste drumherum. Auch schön in schwarz, damit alles zusammenpasst. Wir könnten das jetzt hier auch einfach fortführen. Rein theoretisch. Ja, wir können das hier Ganze fortführen. Das machen wir aber lieber nicht, weil ich nicht genau weiß, was wir hier dann am Ende dabei rausbekommen. Wir könnten sowas hier machen. Könnten wir auch hier noch so. Ja, ich glaube, so lassen wir das hier hinten sogar. Bin schon gespannt, was ich nachher alles rausschneiden muss. Oh Mann, da will ich mir noch gar keine Gedanken drüber machen. Oh, mir kam gerade eine Idee. Ich weiß nur nicht, wie genau wie gut die Idee ist. Zwar machen wir jetzt die hier mal ganz kurz weg. Ha, ich habe das Spiel überlistet, wie man sieht. Also mehr oder weniger die komischen Stöpsel hier oben. Die finde ich noch ein bisschen komisch, aber ich glaube, so gefällt es mir tatsächlich besser. Jetzt ist das Ganze nämlich auf dem Boden. War eigentlich auch total doof. Warum habe ich es denn andersrum gemacht? Weiß ich gar nicht so genau. Ja, so finde ich es besser. Oh, das können wir auch hier machen. Dann löschen wir das einfach hier. Dann könnt ihr auch sehen, was ich gerade gemacht habe. Machen wir das einfach so. Eine Sekunde, wenn wir das jetzt hier so machen, okay. Okay, dann liegt es daran. Ist egal, kann ich nicht ändern. Okay, das ist richtig gut. Also, jetzt nicht im Sinne von, wow, ich kann so unglaublich gut bauen, sondern mehr im Sinne von, ich bin sehr froh, dass es das alles so gut funktioniert hat. So, ja, perfekt. Obwohl, wir könnten es auch hier höher machen. Dann haben wir hier quasi so eine kleine Abgrenzung, damit auch wirklich niemand auf die Idee kommt, da irgendwie rein zu hüpfen. Auch wenn ich nicht genau, wie gesagt, ich weiß nicht genau, aus welchen Gründen man auch immer da rumhüpfen würde. Wir können auch noch ein paar Blümchen drüber legen, dann sieht es nicht ganz so einsam aus. Gut, was wir jetzt erstmal machen können, ist hier auch noch einen Boden verlegen. Dann bräuchten wir noch Türen. Auch wenn ich weiß, dass ich die hier wahrscheinlich in fast jedem Haus mittlerweile verwende. Aber ich weiß nicht, ich finde die halt einfach so schön und deswegen würde ich die am liebsten jedes Mal benutzen, auch wenn ich weiß, dass es eigentlich total sinnlos ist. Damit ich auch nicht immer nur das Gleiche nehme, da nehmen wir jetzt einfach den Boden und wir bilden uns jetzt einfach ein, dass es ein ganz normaler Fliesenboden ist. Es ist kein Holz. Ja, es ist hier zwar Holz, aber es ist kein Holz. Es ist Fliese, wirklich. Da lüge ich auch nur ein kleines bisschen. Oh, wisst ihr, was wir hier hin machen? Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich sowas hier haben will. Wahrscheinlich schon. Da machen wir einfach eine Dusche rein. Das würde ja richtig gut. Wobei, wie gesagt, einrichten kommt ja erst im nächsten Part. Aber hier kommt auf jeden Fall eine Dusche rein. Kann ich jetzt schon versprechen. Am liebsten habe ich persönlich meine Pools ja grau. Könnten auch hier noch so ein paar Poollichter anbringen. Okay, das sieht noch ziemlich unspektakulär aus. Nee. Okay. Ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert. Ich glaube, wir lassen es einfach so. Zumindest fürs Erste. Dann bräuchten wir natürlich noch eine Poolleiter. Was ich mir gerade auch überlegt habe, was vielleicht gar nicht so doof wäre, dass wir das Ganze hier jetzt ja, einfach so machen wie bisher. Also ich richte jetzt hier ein und dann könnt ihr da eure Meinung dazu sagen. Und wenn ich dann irgendwas lese, was ich, bei dem ich mir denke, okay, das ist ein richtig guter Verbesserungsvorschlag, dann kann ich den noch mit einbringen. Das bedeutet dann allerdings auch, dass jetzt quasi zwischen diesem Video hier und dem Einrichtungsvideo, was dann als nächstes kommt, dass da ein bisschen Zeit dazwischen liegen wird. Ich muss dazu sagen, ich finde das jetzt nicht ganz so schlimm. Also ich hoffe mal, ihr auch nicht. Ich glaube, das werde ich nämlich auch so machen. Ich meine, dann habe ich trotzdem noch so ein bisschen quasi. Ich wollte schon sagen Zuschauerbindung, aber ich glaube, das ist nicht so wirklich das richtige Wort. Dann könnt ihr euch da wenigstens noch so ein bisschen mit einbringen. Und es ist schon ganz, ganz oft passiert, dass ich irgendwie in den Kommentaren was gelesen habe und habe mir gedacht, okay, schade, dass ich es jetzt so gebaut habe. Hätte ich es nämlich anders gebaut, dann hätte ich das noch mit einbinden können irgendwie. Deswegen, falls ihr euch jetzt irgendwie denkt, okay, das ist schön, aber ich habe noch einen besseren Vorschlag oder, keine Ahnung, ich finde XY, fände ich ein bisschen schöner, dann ja, könnt ihr mir das sehr gerne sagen. Vielleicht werde ich es einbinden, wenn ich es auch ganz gut finde. Wenn wir das dann noch so machen,
Also ich will es jetzt auf jeden Fall nicht ganz vorne, weil das Ganze dann nämlich so aussieht und finde ich dann doch nicht ganz so cool. Dann würde ich sagen, könnten wir hier noch vielleicht ein bisschen was hinmachen. Ups, das habe ich vielleicht vergessen. Können wir das hier nicht auch machen? Nee, wohl nur für sowas. Das gibt es doch bestimmt auch irgendwie hier. Ah. Ja, perfekt, so lassen wir es. Hier, einfach so einen hin platzieren. Den habe ich noch nie verwendet. Das wäre jetzt das erste Mal. Ja, bin ich gut so. Und was mir gerade auch auffällt, was wir vergessen haben, ist das Geländer. Okay, dann brauchen wir nur noch für hier hinten was. Ich finde den Baum hier ganz hübsch, wobei ich den. Ich glaube, wir nehmen den Baum hier. Ist ein. Wie heißt der? Miskitebaum? Okay, habe ich noch nie gehört. Ich bin mit dem irgendwie echt unzufrieden. Und es stört mich gerade ein kleines bisschen. Wir könnten hier. Müssen wir jetzt runter, dann haben wir das nicht so. Wir könnten es natürlich so machen einfach. Dann könnten wir von hier aus auch das hier entfernen. Dann hätten wir hier trotzdem noch irgendwas, was wir draufstellen könnten. Also sollte eigentlich dann trotzdem noch passen. Wobei, ich will mal kurz schauen. Okay, wir könnten auch den noch hier platzieren. Zur Not, falls wir wollen. Kellerboden hier draußen. Ja, muss ich mir auch mal überlegen. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange dieses Video wird. Ich hoffe, es wird einigermaßen so halbwegs erträglich. Eigentlich hatte ich mir gedacht, dass ich jetzt hier die ganze Außengestaltung mache und dann im nächsten Video das einrichte und dann sind wir fertig. Allerdings funktioniert das Ganze jetzt. Ich glaube, es funktioniert nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen wird es jetzt einfach irgendwie, keine Ahnung, eine mehrteilige Serie. Das heißt, wir werden auch jetzt hier in den nächsten paar Wochen, hoffentlich nicht, aber in den nächsten paar Tagen noch irgendwas umändern. Also, es ist noch nicht die finale äußere Form. Da kommt wahrscheinlich noch was, so wie ich mich kenne. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann könnt ihr mir die jetzt irgendwie so in den nächsten paar Tagen, wenn es geht, in die Kommentare schreiben. Dann kann ich darauf eingehen, beziehungsweise mir erstmal durchlesen. Ich übernehme keine Garantie dafür, dass ich das alles auch nur wirklich befolge. Ja, ich fand jetzt auf jeden Fall schon mal die Erfahrung recht interessant. Oh, was wir hier auch machen könnten, ist das hier mal ausbessern. Ich fand die Erfahrung bisher auf jeden Fall sehr interessant. Ich weiß allerdings auch, warum ich sowas eigentlich sonst nie mache. Also ich finde, es ist schon anstrengender als sonst und das kann ich euch jetzt schon sagen, dass es einfach nur unendlich lange dauern wird, bis wir hier einigermaßen fertig sind. Deswegen wird nicht mein liebstes Projekt, aber so als Abwechslung für zwischendurch ist schon mal ganz cool. Also, wie gesagt, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt oder irgendwelche Ideen, was man anders machen könnte, was man auf jeden Fall hier reinmachen könnte, dann immer her damit. Ich verabschiede mich jetzt erstmal von euch und bin sehr gespannt, wie lange das Ganze. Ich bin sehr gespannt. Bis zum nächsten Video.